Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Kona 2. Ich habe ein paar Einstellungen geändert und zwar habe ich Folgendes gemacht. Ich habe das Field of View runtergedreht und ich bin gerade am Überlegen, ob ich es noch ein bisschen runterdrehe. Ich hatte das ganz hoch gedreht und als ich es mir jetzt im Video so angeguckt habe, so zum Spielen war das auch alles nice. Aber als ich mir das jetzt so angeguckt habe, musste ich feststellen, dass ich der Meinung bin, dass es ein bisschen komisch verzerrt aussieht. Man kann das eigentlich auch nur bis 60 drehen. Ich gehe nochmal gerade in die Einstellungen rein. Ich habe es jetzt mal auf 65. Ich stelle es mal auf 60. Ja. Ich glaube, das passt bei dem Spiel einfach besser. Das passt besser. Außerdem habe ich den Sound einen ganz kleinen Ticken lauter gemacht. Es war eigentlich schon ganz okay vom Sound, aber ich hatte das Gefühl, es kann auch so ein bisschen lauter sein. Bei meinem Glück ist es jetzt ein Ticken zu laut. Naja, wir gucken mal. Hier habe ich bestimmt schon reingeguckt, ja. Okay, es ist schon eine Weile her, dass ich gespielt habe. Hier haben wir die Map von dem Haus. Ui, das Haus ist... Oh Gott, erster Stock. Ach du Gott, es gibt da noch einen Keller. Außenbereich. Keller, Erdgeschoss, erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock. Okay, das ist nur ein Raum. Na, das kann ja was werden. Ich wollte eigentlich das Notizbuch nochmal öffnen. Und nochmal ganz kurz hier gucken. Ja, das haben wir nicht. Wir sind aber dann hier hingefahren. Hier haben wir alle... Warte, da fehlt noch ein Foto nämlich. Und zwar, was ist hier geschehen? Das hatten wir, glaube ich, einfach noch nicht. Ne? Achso. Hier muss ich drücken, ne? Okay. Wir waren durch diese Tür hier gegangen. Ich erinnere mich. Und dann waren wir auch durch diese Türen hier gegangen. Ich erinnere mich ebenfalls. Und dann waren wir hier. Und hier wurde ja die Barrikade gebaut. Jetzt war die Frage, geht die Tür auf? Die geht auf. Hier waren wir noch nicht im letzten Part, ne? Le Festival. Quebec. Vom 7. bis zum 30. Juli. Okay. 1970. Schön. Alter, das ist doch aus Call of Duty. Lustiger Schimpanse, ein batteriebetriebenes Musikspielzeug. Okay. Warte mal, wir können das noch drehen. Mit Enter. Ach, also das ist alles irgendwie... Die Steuerung ist total mysteriös. Ich dachte vielleicht eine geheime Botschaft auf der anderen Seite. Oh, Schallplatte Les Classes. Rock'n'Roll Band aus Quebec. Alles klar. Können wir das anhören? Scheinbar nicht. Fernseher kann ich anmachen. Kaum genutzter Fernseher. Ja, ich will jetzt gucken. Einfach abchillen hier. Das Haus jetzt mir. So, Nicolas Chabot. Mhm. Ja, wahrscheinlich hier einer der Stars aus Kanada, ne? Wir können die Sachen aber nicht mitnehmen. Ich will das irgendwie immer alles mitnehmen. Das können wir mitnehmen, das ist gut. So, ich guck mal, dass ich nicht wieder das versehen Flashlight anhabe, aber das steht ja dann da. Eine schöne Heizung auch. Okay, was haben wir hier noch? Ein Buch. Ein Kriminalroman verfasst von Henry, William Hamiltons Sohn. Mhm. Henry Hamilton, also HH. Alright, kann man aber nicht lesen oder so, ne? Doch, lesen. Vom Autor der Bestseller Der Mann mit dem eisigen Herzen und Caribou Oedipus. Ok. Privatdetektiv Harvey Buck hatte gedacht, es wäre Maggie Sullivan endlich los. Sie hatte ihn bezahlt, er hatte ihr im Gegenzug Beweisfotos für die Liebschaften ihres Ehemanns geliefert. Aber eines Morgens steht Peter Sullivan bei ihm im Büro und bittet ihn, seine Frau Maggie zu finden, die seit mehreren Tagen verschwunden ist. Privatdetektiv Bucks scharfe Zunge läuft auf Hochtouren in diesem ebenso unkomischen wie blutrünstigen Thriller. Seine Mission führt ihn quer durch die Vereinigten Staaten bis nach Kanada und wird von Lesern das Blut in den Adern, gefrieren lassen. Vor Spannung und vor Kälte gleichermaßen. In Chicago geboren und aufgewachsen, verändert sich das Leben von Henry Astor, ehemals bekannt als Henry Hamilton, dramatisch. Als er im Alter von 14 Jahren mit seiner Familie sein Heimatland hinter sich ließ, um in den Norden Quebecs umzuziehen, heißt es eigentlich Quebec, ich sage es immer, aber ja, okay, alles klar. Eigentlich müsste man es wissen. Durch diesen Wendepunkt im Leben des Autors wurde die Literatur zu seiner Bestimmung. Und er machte sich die Sprache seiner neuen Heimat vollends zu eigen. Seinen ersten Roman, Er hatte keinen Namen, schrieb er während seines Jurastudiums an der Universität de Laval, handschriftlich für Emily LeBron, die immer für mich da war, auch in schweren Zeiten.
ehrenhaft. Scheinbar mag der seinen Dad vielleicht auch nicht ganz so gerne. Aha, aus Gründen. Weiter geht's ja. Was wirklich ein schönes Haus. Wo geht's hier hin? Oh je. Ach du Gott. Ah, jetzt sind wir hier auf der Veranda. Ah, jetzt sind wir hier. Jetzt kann ich quasi hier hingehen. Oh, ich kann jetzt quasi hier hingehen und schon mal die Tür aufmachen, ne? Dann haben wir quasi hier einen kleinen Shortcut. Cool, kann ich die aber... Ja, ich will den jetzt nicht jedes Mal ausrüsten, wenn es ein bisschen knattert hier. Ich gehe erstmal hier weiter. Von der anderen Seite verschlossen, haben wir dann noch einen Ausgang quasi. Jetzt geistere ich hier. Boah, das ist aber auch wirklich ein massives Anwesen mit Turm hier sogar noch. Jetzt geistere ich hier schon wieder durch die Gegend. Hier kommen wir scheinbar nicht rein. Anstatt einfach mal das zu machen, was ich soll, nämlich da drin bleiben. Das mache ich jetzt auch. Ich gehe da wieder rein. So. So, dann geht's da weiter. Und hier öffnen wir quasi den Durchgang. Ah ne, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Und ist das hier jetzt der Main-Eingang von der anderen Seite verschlossen? Ne. Okay, warte mal. Wir sind quasi um diese Sperre hin drumrum gegangen. Okay, hier finden wir nice Stuff. Geil. Was ist das? Sieht erstmal so aus, als wenn es das gewesen wäre. Kann ich hier reingucken? Nein. Okay, von wo kam ich denn jetzt? Von hier, ne? Das heißt, hier wollen wir erstmal weiter in diesen Raum. Okay, hier haben wir noch eine Zeitschrift. The Wild Hunt. Oktober 1970. 60 Cent. Das ist wirklich Jagd- und Angelzeitschrift. Ein angemessener Preis. Für eine Zeitschrift. So, hier würde ich gerne die Platte abspielen, aber geht wohl nicht. Musikalbum von Simon und Garfunkel, einer amerikanischen Rockband. Cool, den Namen habe ich sogar schon mal gehört. Wäre geil, wenn er jetzt einfach erfunden wäre. Aber irgendwie Simon und Garfunkel kommt mir bekannt vor. Leider darf ich das alles nicht abspielen. Ich glaube, ich lasse den jetzt einfach mal an. Alter, dieses Haus. Junge, Junge. Sind wir trotzdem wieder hier drin und das ist ein massiver Stein. Keine Strahlung entdeckt. Ja, der schlägt die ganze Zeit aus und dann keine Strahlung entdeckt. Was ist das denn hier? Hat er hier irgendwas gezüchtet? Sind die Scheiben kaputt? Ne, da liegt einfach kein Schnee drauf, ne? Junge, auch mit diesem Baum hier krank. Geil eigentlich. Wo führt die Tür hin? Waren wir schon? Schach. Weiß ist kurz davor zu verlieren. So. Können wir die Tür auch aufmachen. Dann haben wir hier auch den Ausgang quasi. Perfekt. Hier war der Plattenspieler. Und wir gehen jetzt hier lang, ne? Genau. 52 Meter in die Richtung soll ich. Kann ich. Nein. Das Knacken macht mich ja wahnsinnig hier. So, nehme ich natürlich direkt mit. Ah, und die Tür führt dann hier hin. Okay. So weit, so gut. Eingestaubte Mäntel. Warum sagt er mir hier auch? Das ist aber irgendwie so als... Okay, der sagt mir nur wieder eingestaubte Mäntel. Oh. Karl sentait ses muscles ramollir, sa respiration siffler, son corps s'engourdir. Qu'est-ce qui lui arrivait? Achso, jetzt habe ich mich doch ausgeblendet. Jetzt kann ich mich wieder einblenden. Wow. Okay, toll. Was passiert hier? Hier sind irgendwie komische Strahlen. Da komme ich nicht raus.
Wie kann ich ran? Hier kann ich durch, jetzt bin ich auf dem Flur. Von der anderen Seite verschlossen. Les murs semblaient fuir les mains de Karl qui tentait de s'y appuyer. Quelque chose ne tournait pas rond. Les idées de Karl, elles, vrillaient dans sa tête à l'en étourdir. Ui. Wir fangen wieder an, irgendwelche Sachen zu sehen. Das ist doch der Kerl, der uns damals verfolgt hat im ersten Teil. Ich erinnere mich. Hat das einen Grund, warum ich so viel finde? Oh. Der Billardraum. Wodka. Mhm, okay. Was haben wir hier noch? Absinth. Ah. Das führt zu nichts Gutem, wenn man den trinkt. Und ein Klavier. Ja. Ui. Es fängt an, ein bisschen spooky zu werden. Bin jetzt erstmal nicht so cool. Sag ich, wie es ist. Verschlossen. Boah, dieses Haus. Ja, natürlich, man kennt's immer in der Aufnahme. Muss ich niesen. So, kann ich hier das Licht wieder ausmachen? Ja, okay, wir haben was Neues im Journal geschrieben. Warte mal, haben wir das andere schon gelesen? Ja, das Foto fehlt uns, keine Ahnung, ich scheiße das drauf ganz ehrlich. In einem der Gänge des Anwesens ist der Strahlendetektor losgegangen und mir wurde schwindelig. Danach hatte ich Halluzinationen. In diesem kurzen Moment des Deliriums habe ich... Habe ich einen sichtlich verängstigten Mann gesehen, mein Gott, der von einem Raum in den nächsten gelaufen ist. Auf dem Weg, den er einschlug, war ein blutiger Handabdruck, das können wir noch fotografieren, zu sehen. Der ist ziemlich real und an einer der Türen zu sehen. Ich wollte den schon instinktiv fotografieren, aber dachte mir dann so, nicht schon wieder. Die große Bibliothek des Anwesens ist voller Bücher über Medizin, seltene Metalle und Neurobiologie. War Hamilton auch an Strahlung interessiert? Der zentrale Globus scheint viel ausgeklügelter zu sein als das Geografie-Rätsel auf ihm. Na toll, ein Rätsel. Erstmal muss ich kurz noch hier meine Kamera rausholen. Und ein Foto hiervon machen. Ich weiß nicht mehr, wie ich das Inventar öffne. Ja, komm, können die Türen jetzt zugehen? Perfekt. Behalten, einwandfrei. So. Jetzt ist der Handabdruck da. Mehr haben wir erstmal nicht geschrieben. Okay. Verschlossen. Billardschläger. Okay. Dann gehen wir wohl erstmal hier lang, ne? Wir müssen jetzt hier ein Rätsel lösen, oder was? Karl connaissait l'excentricité des vieux millionnaires, qui ne savent plus quoi inventer pour dépenser leur argent. Mais un tel puzzle sophistiqué, il n'aurait jamais cru. Ja komm, so schwer ist das ja jetzt nicht. Ich muss ja quasi einfach nur... Ich muss ja quasi einfach nur alles in Form bringen, ne? So, habe ich es einfach gesagt. Die Frage ist halt, ist das hier überhaupt richtig? Ist der Anfang überhaupt richtig? Weiter. So. Nee. Noch nicht richtig. So ist es richtig. Nein. So, wir haben hier die United
United States of America. Die Heimat von Hamilton. Deswegen wird er das wahrscheinlich doch auch hier. Europe. Nee, nix. Völlig falsch. Hä? So, okay. Das war wirklich sehr herausfordernd, das Rätsel. Recomposer un tout à partir de fragments en apparence incongrus, Karl Faubert en avait fait sa profession. Ce globe terrestre reconstitué le força à reconnaître combien le mystère de Manhattan était complexe en comparaison. Wir haben einen versteckten Schlüssel, den nehmen wir wenigstens mit. Und Leserbrief von Cynthia an William Hamilton. Okay, da muss ich erstmal ganz kurz was trinken, bevor wir den lesen. Moment. Den Hals hier ein bisschen anfeuchten, ne? Liebster William. Warte mal, so eine Stimme hat die nicht. Liebster William, ich kann den Schmerz nachvollziehen, den du fühlst. Du hattest wegen Rochelle... Rochelle ist das ein Name? Ja, wahrscheinlich schon. Als sie zwischen uns stand, Schuldgefühle. Ich bin nicht blind und sehe, wie es in all deinem Schweigen zugegen ist. Seitdem sie ihr eigenes Leben genommen hat... Punkt. Sie war deine Frau und ich bin... Ah, okay, es ist also die Asche. Es ist die Asche von der Frau. Und ich bin niemand für dich. Aus diesem Grund werde ich akzeptieren, was auch immer du für uns beide entscheidest. Ich hoffe nur, dass du auf diesen Brief antworten wirst. Erinnere dich bitte einfach nur an das erste Mal, als wir zusammen waren. An diese kleine Hütte, die uns in aller Gemütlichkeit aufnahm, obwohl wir so aufgeregt waren und die uns das Gefühl gab, dass die ganze Welt draußen einfach aufgehört hatte zu existieren. Erinnere dich an die Vollkommenheit unserer Begegnung, an ihre Natürlichkeit. So viel Leidenschaft kann doch nichts Falsches sein, oder? Ich weiß nicht, mit welcher Grausamkeit die Leute über dich reden. Über die Mine herziehen und über den Betrieb oder deine Investitionen in innovative Forschung kritisieren. Ich weiß aber auch, dass du all das mit der gleichen Leidenschaft machst, die du an jenem Tag in unserer Hütte hattest. Eine Leidenschaft, die ich kenne, die echt stark und gut ist. Lass dich nicht von Gewissensbissen in die Knie zwingen. Ja, auch ich war traurig über Rachels Tod und habe lange geweint. Und ich habe mich geschämt. Doch wir müssen nach vorne schauen, um glücklich werden zu können. Selbst wenn dieses Glück aus der schuldbewussten Zufriedenheit besteht, die uns zusammengeblieben ist. Okay, das war also quasi die Affäre. Ja. Weil die Frau scheint sich nicht deswegen umgebracht zu haben, weil scheinbar wusste die nichts davon. Oder wir dachten einfach, sie wusste nichts davon und sie wusste es doch. Wie gesagt, werde ich deine Entscheidung über unsere Zukunft akzeptieren und ich verstehe auch, warum du dich mir gegenüber so kühl verhältst. Ich hoffe, dass die Liebe, die ich dir in diesem Brief fließen lasse, dein Herz aufwärmt. Ich wünsche mir wirklich, dass du mir antwortest. Bitte. Ich werde ungeduldig darauf warten. Mein treuster und liebster William, in Liebe, Cynthia. Ja, ob wir da wohl jemals drauf geantwortet haben? Also nicht wir, sondern der Typ. The Windows of Perception. Enzyklopädie der Psychopharmaka und ihrer Wirkung auf den menschlichen Geist und Körper. Trifluparzerin ist ein typisches Neuroleptikum aus der Gruppe der Piperazin-substriurierten Fernatiozatiazine. Punkt. Ich habe keinen Bock mehr. Nee, wirklich. Es ist in erster Linie ein postsynaptischer Dopaminrezeptor. Alter, Blocker. Daher ist es gut geeignet für die Behandlung von Halluzinationen und Psychosen. Ja, das ist ja wirklich geil. Kann ich auch mal reinpfeifen. Dann hören endlich vielleicht die Stimmen auf. Ein Buch über die Vielfalt der einheimischen Fauna in Kübeck. Die Tierwelt von Ayrshire gehört zu den vielfältigsten in Kanada. Und das Gebiet beherbergt viele typisch kanadische Tierarten, darunter Elche, Braunbären und Biber, Justin zum Beispiel. Castor canadensis, die von Natur aus sind sie eher scheu, doch ein aufmerksamer Beobachter wird auf seinem Waldspaziergang garantiert das ein oder andere Tier entdecken. Bitte nicht noch mehr Bücher jetzt. So, hier ist erstmal eine Tür. Ah, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Okay. Boah, ich hab mich... Hab
Sollte doch noch gar nicht hier sein. Carte tenait à avancer. Ses pieds trouvaient difficilement le chemin devant eux. Il ignorait de quelle direction il venait, ni vers laquelle il marchait. Tout lui semblait sphérique. Une spirale le portait, il ne savait où, ni comment. Ich wollte da noch gar nicht durch, ich war noch gar nicht so weit. Ich blende mich mal aus. Es kommt bestimmt eine Cutscene und ich kann mal was trinken. Drücke E. Carl avait soudain le sentiment de se réveiller. Mais dans un rêve. Ich war doch noch gar nicht fertig da. Ich würde gerne wieder zurück. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Le froid le frappait comme un seau d'eau glacée. Avait-il sombré complètement? Ou fallait-il accepter l'étrange architecture du manoir menant soudain au milieu de nulle part? So seltsam war das bis jetzt doch gar nicht. Ces imposantes structures semblaient sorties du fond des vagues. Das sind noch die Figuren vom Anfang. Ou des images du voyage sur la lune. Ou même de son esprit embrouillé lors d'une sieste d'après-midi. Leute. Ich würde sagen, wir gucken in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich wollte eigentlich noch gar nicht da durch, das nervt mich jetzt. Ich würde gerne wieder zurück. Kann ich damit auch interagieren? Nee. Aber der sieht doch wirklich schön aus. Mit dem entlasse ich euch in diesen Abend und würde sagen, wir sehen uns morgen 18 Uhr in der nächsten Folge wieder von Let's Play Kona 2. Macht's gut, Leute. Daumen hoch und Glocke aktivieren. Abonnieren natürlich nicht vergessen. Macht's gut, Leute. Ciao. Thank you.